Ja, du bist auch du Softwareentwickler, IT-Experte und bist da gerade dabei oder bist schon längere Zeit selbstständig und machst dir darüber Gedanken, wie du dich im Markt besser positionieren kannst, wie du quasi mit weniger Aufwand mehr Resultate bekommst, wie du bessere Kunden bekommst, wie du bessere Kunden bekommst, die auch kaufkräftiger sind, die dir sozusagen keinen zusätzlichen Stress bereiten, denn mit sehr stressigen Kunden relativiert sich sehr schnell das Geld, was man dabei verdient. Das bedeutet, Geld ist nicht das Einzige, was zählt im Leben. Ja? Insbesondere wenn du ein sehr guter Entwickler bist, dann hast du letztendlich, egal was du tust, wenn du dich Vollzeit beschäftigst als Freelancer, dann hast du deine 12.000 bis 14.000 Euro netto im Monat, ja, vor Steuern natürlich, je nachdem, wo du wohnst. Musst du natürlich auch noch Steuern zahlen, also in der Regel bleiben dir da, wenn du zum Beispiel in Deutschland bist oder in Deutschland steuerpflichtig bist, dann bleiben dir halt deine 6.000, 7.000 Euro netto. Und wenn du natürlich durcharbeitest, dann ist es natürlich schon, man sagt so, ab 5.000 Euro netto, mehr braucht man nicht zum Leben. Ja? Es hängt natürlich davon ab, was du für Pläne hast in der Zukunft. Aber wenn du natürlich ein sehr stressvolles Arbeitsumfeld hast oder nicht die richtigen Kunden oder nicht die richtigen Aufträge oder einfach dich auch ein bisschen, sagen wir mal, im goldenen Käfig, Hamsterrad, im goldenen, also nicht mehr im Hamsterrad, vielleicht schon im goldenen Hamsterrad, aber immer noch im Hamsterrad dich befindest oder dich fühlst, dass du dort bist. Das heißt, dir geht einfach das Gefühl von Freiheit verloren, ja, weil du einfach von früh bis spät einfach nur programmieren musst, um diese Summen eben zu erreichen. Dann ist es häufig so, dass du dich nicht gut genug positioniert hast im Markt, beziehungsweise du hast dich überhaupt nicht positioniert im Markt. Ja. Das haben nämlich die allerwenigsten Freelancer, die genau unter diesen Symptomen leiden, dass sie sagen, ja, ich verdiene zwar gutes Geld, aber ich fühle mich einfach komplett unfrei. Das ist einfach der Grund, dass sie, der Hauptgrund letztendlich ist immer der gleiche, egal mit welchen von meinen Kunden und Coaches ich spreche, das ist die mangelnde Positionierung. Sie haben einfach einen Sack voller Kompetenzen und Skills, die hauen sie einfach auf die Webseite freelancing.com oder freelance.de oder irgendwo hin und dann nehmen sie einfach jeden Auftrag oder suchen sich halt einfach einen Auftrag von den Auftragen an, den ihnen die Headhunter versprechen und die nehmen sich dann 10 bis 15, manchmal sogar mehr Prozent on top für eigentlich teilweise für große Aufträge, die jahrelang andauern, indem sie dir einmal einen Anruf geben. Ja? Und dieses Geld kannst du schon mal selber dir holen, indem du es einfach in Marketing, Vertrieb und Positionierung investierst. Zunächst musst du natürlich dann auch erstmal die 10, 12 oder 20% von deinem Gehalt vielleicht investieren, um dich dort eben am sondern Marketing und Vertrieb vernünftig aufzubauen. Ich helfe da eben entsprechend meinen Kunden, je nachdem wie viel sie investieren wollen, entsprechend schnell, ja, also man kann sowas innerhalb von ein paar wenigen Monaten kann man sowas aufbauen, ja, eine eigene Positionierung. Wenn du aber, sagen wir, nicht so viel Geld investieren willst, sondern graduell dahin gehen willst, dann dauert es halt mal 6 Monate oder auch länger, ja, je nachdem wie viel du natürlich investierst, denn von nichts kommt nichts, ist ganz klar. Und da kann ich dir wirklich nur raten, es gibt da einige Themen, auf die du dich wirklich positionieren kannst und auch solltest. Es sollte eigentlich gar keine Generalisten mehr da draußen geben, weil die eigentlich letztendlich die geringste Wertschöpfung bieten insgesamt für die Wirtschaft. Und ich möchte auch, dass unsere Wirtschaft in Deutschland, aber auch in Europa einfach quasi nicht komplett den Faden verliert bezüglich globale Weltwirtschaft. Ja. Und deswegen ist es auch mein Herzenswunsch und meine Mission, ja, Softwareentwicklern in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oder auch im europäischen Raum, ich kann Französisch, Italienisch und Englisch, ja, fließend, also wenn du auch andere Sprachen, kann ich auch, diesen eben dort zu helfen. Eins abschließend zu dem Video möchte ich quasi ein Thema noch, also einen konkreten Tipp eben dir geben und das ist letztendlich das Thema Daten. Es gibt keine Firma und jetzt mal abgesehen davon, wo du genau deine Zielgruppe dann definierst, beziehungsweise wie du dich dann konkret positionierst, das kann ich dir jetzt hier nicht alles in diesem Video wiedergeben, das sprengt den Rahmen, dazu bitte bei mir einfach eine 30-minütige Strategie-Session vereinbaren. Den Link solltest du hier unten irgendwo finden, links, rechts, oben, unten, einfach mal ganz kurz ein bisschen blättern. Oder einfach auf thomasklein.consulting gehen.
oder auf meine Agenturseite, meinetwegen auch gerne kleinlinsmarketing.com. Wenn ich bin auch eine Agentur, nicht nur ein Coach, der auch nicht nur beratet, sondern auch operativ großer Firmen in der Regel dabei unterstützt, New Business Generation zu generieren. Und ja, dann schau einfach vorbei und hole die Session. Achso, der konkrete Tipp noch ist Data Management. Es gibt keine Firma, ja, global, auch ganz besonders in Deutschland, die aktuell nicht in einer oder anderen Form irgendeine Herausforderung oder Projekt oder Budget, Finanzen aufbringt, um das Thema Daten zu bewältigen. Also Thema Data Science, Data Management, und hier ganz klar gibt es zwei Unterthemen. Na, das eine ist Single Truth, Single Point of Truth, also oder Golden Record, na, du kannst es nennen, wie du es willst. Das bedeutet einfach die Zentralisierung von Daten, sodass ich keine Duplikate habe, ja? Kein Fleckenteppich von irgendwelchen Serverpartien, Excel-Sheets, online, offline, überall verstreut, irgendwelche Daten. Dadurch ergeben sich Duplikate, dadurch ergeben sich Ineffizienzen. Und in der Summe bei größeren Firmen sind es Millionen von Euro im Jahr, die sie da quasi verschleudern aufgrund der Ineffizienzen, die sie aufgrund ihrer Datensilos haben. Das ist einfach Person A oder Abteilung A nicht weiß, was B tut und nicht weiß, was C tut und C weiß nicht, was A tut. Ja. Die aber trotzdem alle mit dem gleichen Kunden, zum Beispiel mit dem gleichen Kundendatensatz oder gleichen Produktdatensatz oder gleichen Stammdatensatz letztendlich umgehen und arbeiten müssen. Und aber eben nicht diesen Single Point of Truth haben. Also das ist der eine Punkt, wo ich wirklich sagen kann, wenn du dich darauf spezialisiert, wenn du da Bock drauf hast, Lust drauf hast, also wenn du auch dafür brennst, ja, solche Probleme zu lösen für die nächsten 5 bis 10 Jahre, wird das noch definitiv ein Thema sein, bis sich dann alle mal quasi konsolidiert sind und die Intelligenz auch weiter ist in diesen Tools oder auch generell. Es wird noch ein Thema, wo du wirklich einen Sack voll Geld verdienen kannst. Ja? Und wenn du jetzt auch sagst, du bist jetzt noch klein oder nur ein Solopreneur oder sowas, ideal, weil die kleineren Firmen, die suchen genau dich. Ja? Wer sind die kleineren Firmen? Wie kriegst du quasi diesen Markt-Access, also wie kriegst du quasi Zugang zu diesen Firmen? Einfach bei mir die Session buchen, ja? Und halten wir uns mal drüber, ob ich dir dabei helfen kann, diesen kleinen Shortcut zu gehen. Ich mache das quasi seit Jahrzehnten, ja? Und da eben entsprechend kann ich dir bestimmt weiterhelfen, sehr schnell diesen Marktzugang zu gewinnen, das ist das eine, und dann natürlich auch dich im Markt entsprechend zu positionieren, sodass, weil es bringt dir nichts, wenn ich dir einen Marktzugang gebe, aber dann der potenzielle Kunde sieht, okay, das, was du bietest, das passt nicht. Das heißt, wir müssen quasi in mehreren Fronten gleichzeitig arbeiten in der Regel, aber dann müssen wir uns erstmal drüber unterhalten. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie deine ganze Positionierung, deine Webseite, wenn du bereits eine hast, meistens hast du ja noch keine vernünftige Webseiten zumindest, und so weiter und so weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich wollte ich nur ein 5-Minuten-Video machen. Jetzt ist es doch wieder fast 10 Minuten, 8 Minuten geworden. Ich hoffe, du warst bis jetzt mit dabei. Wenn dem so ist, dann sehen wir uns auf jeden Fall auf der anderen Seite in der Strategie-Session. Gehe ich mal stark davon aus. Also, ich nehme aktuell noch wenige Stunden, die ich mir da quasi für diese Gratis-Beratung, die ich mir da antue, ja, nur noch Zeit, weil ich einfach sehr stark gebucht bin. Und es wird auch wahrscheinlich nur noch 3, 4, 5 Wochen wahrscheinlich, ich weiß nicht, bis August maximal. Und dann werde ich vielleicht sogar diese Gratis-Beratungen komplett mal wegnehmen für eine gewisse Zeit, weil ich dann einfach zu dicht sein werde mit Arbeit, dass ich mir das gar nicht mehr leisten kann, hier gratis irgendjemandem irgendwelche Tipps zu geben. Ja? Der einzige Grund, warum ich dir jetzt hier einen Tipp gebe, ist, weil ich dieses Video aufzeichne, dann auf YouTube hochlade und sich dann quasi beliebig oft angeschaut werden kann mit einmal Aufwand, und dann beliebig oft. Das ist natürlich auch so eine Sache, die werden wir uns auch anschauen, auch für dich. Wie kann ich das zum Beispiel für dich umsetzen? Wie kannst du das nutzen? Ja, Economies of Scale sozusagen. Ne? Einmal ein Stück Content erstellen, der ein Evergreen, dir sozusagen Sichtbarkeit, eventuell Anfragen, eventuell neue Kunden bringt. All diese Themen, und das ganz fokussiert, explizit auf das, was du tust, nämlich Softwareentwicklung, Experte sein in der IT-Branche. Du kannst auch meinetwegen auch gerne ein IT-Architekt sein oder ein Teamlead. Ja, es muss jetzt nicht irgendwie einfach nur in Anführungsstrichen ein banaler Softwareentwickler sein. Ja. Okay, soll es gewesen für dieses Video. Daumen hoch, wenn wir uns wiedersehen. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg jetzt schon. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis gleich, dein Thomas Klein. Bis zum Termin. Bye, bye.